Es war doch so schön auf der Sommerweide oberhalb von Philippinenburg. Und dass daheim bei der Landwirtfamilie Döhne ein ebenso gemütlicher Laufstall auf sie wartete, das wussten die rund 30 Rinder offenbar nicht. Denn zum Almabtrieb am Sonntag stellten sie sich ein klein wenig stur. Vor allem Leitkuh Rosi, die eigentlich, geschmückt mit Blumenkrone und Almglocke, die Herde zurück ins Winterquartier führen sollte. Doch sie wollte nicht. Also dieses Jahr war alles anders. Unsere alte Lotte hat den Zug 15 Jahre angeführt, ist aber nicht mehr. Und unsere Rosi war wahrscheinlich so aufgeregt, als der Schmuck angelegt war, hat sie ein bisschen ausgetickt und wir mussten den Schmuck wieder abnehmen. Schade, aber es war trotzdem schön. Das war es in der Tat. Und obwohl die Tiere mit Verspätung ankamen, wurde der Kolonistenalmabtrieb für hunderte Besucher wie eh und je zum großen Fest mit deftigen Schmalzbroten, leckerem Stockbrot, vielen weiteren Leckereien und jeder Menge Spiel und Spaß.